Ich finde, es gibt eigentlich nur einen Weg, Kunst zu betrachten. Und das heißt, einfach durchzugehen wie ein Kind. So wie Kandinsky sagt, das Einzige, was die Kunst braucht, was das Kunstwerk braucht, ist einen naiven Betrachter. Und daran glaube ich auch. Man braucht keine dritte Partei, man braucht niemanden, der übersetzt oder erklärt. Ich glaube einfach, man sollte durch eine Ausstellung gehen und erst dann stehen bleiben, wenn man das Gefühl hat, das Bild zwingt mich dazu, hinzuschauen. Und dann liefert man sich dem einfach aus. Und mir ist es bei dem Bild so gegangen. Für mich die wichtigsten oder interessantesten Bilder sind Bilder, die mir den Eindruck geben, der Künstler gestattet mir einen Blick in sein eigenes inneres Universum, in sein eigenes Unterbewusstsein, in seine eigene Welt, die also anders ist als unsere gemeinsame Welt, die materielle Welt, die aus Raum, Zeit und Energie besteht. Hier habe ich das Gefühl, ich habe das Privileg, durch diesen Rahmen, durch dieses Fenster, in die ganz persönliche, intime Welt von Max Beckmann zu schauen. Ja. In einem ganz bestimmten, wichtigen Augenblick seines Lebens, wo er auf der Flucht war, in einem Hotel. Und wenn ich das anschaue, habe ich das Gefühl von ganz großer Nähe und Intimität zu dem Künstler, den ich nie getroffen habe. Ich habe das Gefühl, ich kann seine Melancholie, seine Traurigkeit verstehen. Ich spüre das, wenn ich das anschaue. Es ist so, wie David Bowie gesagt hat, er hat gesagt, Religion is for people who believe in hell. Spirituality is for people who have been there. Und wenn ich mir das anschaue, habe ich das Gefühl, all diese wichtigen, relevanten Künstler sind alle dort gewesen. Ja? Das ist jemand, der aus der Hölle kommt. Ja? Und das, die Hölle ist unser Planet. Das heißt, hier ist er auf der Flucht, vor den Nazis, vor dem Terror. Und dieser Moment der Einsamkeit, der Traurigkeit, jede Farbe ist aus seinem Gesicht gewichen, wie er hier steht, das ist etwas, was sich mit ihm verbindet. Und zugleich hat man das Gefühl, er ist aber nicht gebrochen. Das steht schon da. Und niemand hat ihn untergekriegt. Aber er steht hier in seiner eigenen Welt, in seinem eigenen Universum, wo niemand hin kann. Also keine Gestapo, niemand kommt dorthin. Und von da drüben schaut er jetzt her zu uns. Und das ist etwas, was mich sehr berührt und was ich für das Privileg, kurz in sein eigenes Universum schauen zu dürfen, würde ich sagen, das bereichert mich und dafür bin ich dankbar.